Rostock, Neudirkower Weg am 25. Februar 2014 um 10 Uhr. Mit einer Gedenkveranstaltung gedachten Vertreter der Hansestadt, der Bundesregierung, der türkische Botschafter, Angehörige des Opfers und Einwohner Rostocks der Ermordung von Mehmet Turgut durch den nationalsozialistischen Untergrund, den NSU. Genau an diesem Ort hatten sich die Täter dem Imbiss genähert und den 25-jährigen Türken durch gezielte Schüsse umgebracht. Die Tat ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. Die dringend tatverdächtigen Mitglieder des NSU begingen 2011 Selbstmord. Hintermänner, die es ohne Zweifel in Rostock gegeben haben muss, sind bis heute nicht ermittelt. Zwei in deutscher und türkischer Sprache beschriftete Tafeln, die an zwei versetzt aufgestellten Bänken angebracht sind, sollen an den Feigenmord vor 10 Jahren erinnern. Die Inschrift auf den Tafeln lautet: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Im Gedenken an Mehmet Turgut, der hier am 25. Februar 2004 den menschenverachtenden, rechtsextremistischen Terror einer bundesweiten Mordserie zum Opfer fiel.